Hallo und herzlich willkommen zu Microkosmos Staffel 3 Folge 1. Bevor es losgeht, wollte ich noch ganz schnell ein paar kleine Informationen loswerden. Und zwar für alle, die sich jetzt wundern, was ist das hier für ein komisches Video, wieso ist das so komisch zusammengeschnibbelt, dann schaut doch mal auf unseren Kanal, dort ist eine Stream-Aufzeichnung von der ersten Folge Microkosmos. Ich werde dieses Projekt nämlich diesmal so gestalten, dass ich immer, wenn ich auf dem Server spiele, einen Stream laufen lasse und dann im Nachhinein das Ganze zu einem Video zusammenschneiden werde. Und ja, das bedeutet, ihr habt mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr schaut den Stream euch komplett an, falls ihr keine Zeit oder Lust zu habt, dann könnt ihr natürlich auch dieses zusammengeschnibbelte Video dann nochmal anschauen. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Und ja, also ich wollte das halt ein bisschen anders machen, weil in den ersten zwei Staffeln hat das bei mir aufnahmetechnisch nicht so wirklich motivationsmäßig funktioniert. Deshalb bin ich der Meinung, dass das so besser funktioniert. Und ja, wie man gemerkt hat, tut es das auch. Ja, das wollte ich nur kurz gesagt haben. Also viel Spaß beim Video. Alter, was? Wie geil sehen die denn aus? Wer denn? Ich hab das Swags Packs. Swags Packs. Und die Schalter sehen einfach richtig gut aus. Die Schalter schon, aber ansonsten, ich weiß ja noch nicht, was ich davon halten soll. Also was ich schon mal sehr sonderbar finde, ist dieses Crafting-Menü, was man im Inventar öffnen kann. Das ist... Was für ein Crafting-Menü? Achso, da ist es auch noch. Das ist eklig. Hilfe. Dann kann man scheinbar auf das klicken, was man haben will. Ja, das könnt ihr auch in der Workbench öffnen. Ja, noch will, das wird da reingetan, ich kann es rausnehmen. Ist ja grauenvoll. So habe ich jetzt... Standbilder teilweise. Was hast du? Ich habe jetzt auf einmal Standbilder. Das steht manchmal in meinem Kopf. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Und weil du einen Lappen-PC hast, wie du eben schon gesagt hast. Ach, da unten! Ach, das ist aber an sich ganz cool. Ich kann jetzt wieder Leute wegschieben. Ja. Alter. Hey! Ich darf doch gerne meinen Stream die Begrüßung machen, die habe ich nämlich noch nicht. Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und Staffel und allem drum und dran. Microkosmos, mittlerweile Staffel 3. Ich habe mal wieder ein paar Leute eingeladen, unter anderem den TKW, den Davido, guten Tag, und den Housejumper. Hallo. Alles alte Verdächtige aus der ersten und zweiten Staffel. Und wir werden mal wieder ein bisschen rumzocken hier in der Minecraft 1.12, in der ganz neuen Version. Die ist ja vor, ich weiß gar nicht, 4 Wochen, 5 Wochen, irgendwie sowas, glaube ich, erschienen. Und wir wollen einfach mal ein bisschen ausprobieren, was es Neues gibt. Und ja, Haus hat schon ein bisschen angefangen hier vorne. Ja, ja. Erklär doch mal, was hast du hier Schönes gemacht? Du, ich habe hier eine Workbench gesetzt. Nein! Wie du siehst, ja, ja. Und daneben einen Ofen. Das ist der Wahnsinn. Und man kann hier sogar reinklicken und sich Rezepte anzeigen lassen. Richtig, richtig, richtig. Oh mein Gott! Nein, also es gibt viele neue Features zu entdecken und unser Ziel ist natürlich wieder eine Stadt aufzubauen, zumindest mein Ziel. So wie in der ersten Staffel Microkosmos, in der zweiten ist uns das ja nicht so gut gelungen. Aber wir wollen mal, oder ich zumindest will an die erste Staffel anknüpfen. Ich hoffe, ihr macht da auch mit. Und dafür haben wir uns hier einen schönen Spawn ausgesucht. Wir haben hier eine relativ große grüne Wiese, wo wir, glaube ich, relativ viel Platz haben, um wirklich schöne Gebäude zu bauen. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los, ne, wie man das immer so macht in Minecraft. Und sammeln erstmal Holz. Eine Frage, wann genau haben wir uns diesen Spawn hier ausgesucht? Also ich bin hier nur hingeworfen worden. Fuck! Wieso hat mein Java nicht, mein Fraps nicht aufgenommen? Na supi. Geil. Muss ich jetzt zurückkommen? Und insofern legen wir einfach mal los und fangen an mit Minecraft Standard Prozedur und hauen erstmal Holz mit der Handkante kaputt. Ne? Läuft, alles klar. So, es gibt viele neue Änderungen. Eine würde ich ganz gerne zeigen, aber Haus hat seine Workbench wieder mitgenommen. Warte, ich komme. Ich zeige sie dir. Warte. Wo bist du? Ich suche dich. Ach, da hinten. Schöne blaue Skin auf der Wiese. Sekunde. Dann zeig mal.
Hier, ich habe sogar zwei. Stell auch deine Nein! auf. Stell deine Wahnsinn. Daneben, bitte. Ja. So, du darfst sogar erklären. Hau raus. Oh nee, du. Ich hasse das. Ja, man hat da jetzt halt so ein schönes Buch, ne? Wo alle genau. Crafting-Rezepte angezeigt werden, die Total man da krass. So craften kann. Also für alte Leute wie mich, die ein modriges Gedächtnis haben, wir können jetzt nachgucken, ja, aus was das man sieht ja aus wie Dinge herstellt. Das wäre für Doben echt praktisch, ne? Ja, das wäre was für Doben. Ja, der kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Ja, cool. Es sind heute noch nicht alle dabei, die mitspielen werden. Ich hab noch ein paar andere Leute gefragt, damit auch ein paar vernünftige Leute hier rumlaufen. Kann ich nachvollziehen, ja. Sag mal, darf ich das Weizen wieder mitnehmen? Was darfst du? Danke. Nee, das ist Was? Ich hab gerade seine Farm abgerissen. Okay. Alter, diese Scheiß-Lex, ne? Passt schon. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall kommen noch ein paar dazu. Doben wollte noch mitspielen, ja. Thymalus eventuell. Aluna kommt eventuell noch dazu. Und ja, mal gucken. Vielleicht finde ich noch ein paar Leute. Mal schauen. So, habt ihr euch denn schon einen Fleck für ein Haus ausgesucht? Ganz weit weg. Ganz weit weg. Super. So viel zu der Stadt. Das war's dann auch. Ja, ich baue dann eine riesen Eisenbahnstrecke hin. Und lasse euch dafür arbeiten. Moment, das fängt nicht mehr. Ich sehe schon, Tigger, wie gräbt sich hier in einen Berg, den ich eigentlich Alter. Hatte zu benutzen. Nein, aber ich hole mir hier nur die Kohle. Also ich werde meinen Palast auf diesen Berg da hinten setzen. Auf welchen? Da war ich habe irgendwo einen Berg in der Ferne gesehen. Also nicht auf, der also nicht auf den, wo du jetzt baust, sondern woanders. Okay. Da werde ich auf jeden Fall meinen Palast drauf bauen. Okay, dann das Haus, den du jetzt baut, alles klar. Die Steine kenne ich in Holland. Ja, ich habe ihn. Hier stand mein erster Ofen. Nein! Den ich dann abreißen musste, wegen dir. Oh. Ich sehe dich. Moment, man kann jetzt diese ganzen Steine, kann man craften? Andesit und so ein Quatsch? Andesit und so? Nee, die musst du finden in der Welt. Aber du kannst ich sehe hier gerade, ich kann aus einem Diorit und einem Cobblestone zwei Andesit machen. Ach, das geht echt? Oh, das wusste ich nicht. Was? Das wusste ich nicht. Kurz weg den Stärkegrad des Gewitters abchecken, ob ich... Sowas geht. Schnell die Stecker ziehen. Alles raus. Sicherung raus. Ja, sollen wir die da unten hinsetzen, die Seeds? Hast du zufällig ein bisschen Erde? Ja, ich habe gerade eine Hoe gemacht. Ich wollte hier am Fluss ein bisschen was. Ja, genau. Fluss war auch mein Gedanke. Hier. Alter, zwei dumme Eingedanke. Es ist so schlimm. Richtig. Ich wollte nur da drüben machen, wo der Sandstrand ist. Wieso denn am Sandstrand? Ja, weil. Keine Ahnung. Weil die da besser wachsen. Ja. Alles klar. Sag doch mal, ich muss ja den alten Prinzipien treu bleiben. Wo kann ich denn meine PvP-Arena aufbauen? Das wäre auch richtig geil hier, mitten in der Stadt gerne wieder. Das wäre echt gut, wir haben genug Platz. Ich glaube, diesmal muss ich mich aber ein bisschen kleiner halten, damit die auch fertig wird. Hast du Kohle zufällig? Nee, tatsächlich also ich habe einen Stack Kohle, falls ihr kaufen wollt. Falls ihr kaufen wollt. Lässt sich ja nicht. Übrigens, Ganesha, ist dir schon mal aufgefallen? Ah, ich hab noch zwei. Ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt, aber wenn du die Items. Ich hab schon. Also, wenn du aus der Workbench rausgehst, ohne dass du die Items wieder mitnimmst, dann kommen die zurück ins Inventar und fliegen nicht raus auf den Boden. Ist das nicht geil? Als ob! Ja. Hab ich extra. Ja, es ist richtig krass. Ne? David, komm mal her, ich hab Lamas gefunden. Ja, ich brauch Kohle. Nein. Ja, ich hab Steak, wenn du kaufen willst. Ja, was für ein Schweinepriester. Weiß zufälligerweise jemand, was Lamas droppen? Gar nichts, oder? Oder Hände. Droppen die mittlerweile was? Also die sind also useless. Im Snapshot haben sie jedenfalls noch nichts gedroppt. Oder kann man die reiten oder was? Man kann die reiten, Alter! Du kannst den Carpets aufziehen und dann kannst du sie reiten. Du kannst sie, glaube ich, auch als Packtiere irgendwie verwenden. Lol, Alter, ist ja richtig. Weiß ich tatsächlich nicht. So als Eselersatz quasi. Hast du mittlerweile Kohle da unten gefunden? Jawohl! Was heißt eine Hexen? Hexen? Nee, die spawnen überall. Das ist mir neu. Finde ich nett, dass du das genau so gemacht hast, dass ich das auf Kamera hatte. Hab dich gerade angeguckt, dann fliegen ja nur massenweise Items aus dir raus. Die
die ganzen Achievements heißen jetzt anders, kann das sein? Ja, so viel Eisen es gibt auch keine Achievements mehr. Die nennen sich jetzt Advancements. Ja, es sind komplett neue, ja. Damit mal die Erde. Ich geh jetzt meins dichten Fickicht. Andersrum. Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Sag nicht, du hast jetzt mich drin, wie ich sage, ich gehe jetzt ins dichten Fickicht. Doch, natürlich, klar. Na super, toller Anfang. Was ja, den? Es gibt jetzt, ihr könnt euch so ein Text-to-Speech-Dingens anstellen. Dann liest ihr euch einen Text vor. Wow. In Minecraft. Hammer. Ganz ja. Krass. Options? Alles. Sprachausgabe. Nur Chat. Narrator, Narratis, alles. Sprachausgabe. Bei mir funktioniert er halt überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Er liest bei mir nichts vor. THGW sagt Alter, ist das eine tolle Bereicherung. Rock, stell ihn doch mal an. Ja, bitte. Nee, ich glaube nicht. Der ist halt echt geil. Da, Fedo 456 sagt. Okay. Das ist geil, ey. Das sind Features, die brauchen Minecraft. Auf jeden Fall, ey. Wie viel Essen braucht man denn, Tarok? Oh, warte, nein! BAB-Banküberfall. BAB-Banküberfall, Leute, ey. Kannst auch noch ein paar Tiere mitbringen. Das muss ich mir nochmal anhören. Da, Fido 456 sagt, jawollo, ein Röhlöhö. Hat den Fortschritt, mach dich fein erreicht. THGW sagt, Röhlöhö. Ein Röhlöhö. Geil. THGW sagt hallo, ich bin's ein Sniper Scheiße. Probier mal jetzt bei einem Lama aus, ob das Fleisch gibt. Hast du Erde? Aua! Alter, das spuckt mich an und macht mir Schaden. Ja klar tut's das. Ist ja voll geil, das muss ich sehen. Warte, überlebe, ich muss dir echt angucken. Oh nein, ich bin runtergefallen. Überlebe, ich muss sehen, wie das funktioniert. Nur Leder, alles klar. Das wäre so geil, jetzt Davido killt bei Lama. Oh. Da Afido 456 sagt du. Hauptjumpe sagt du. Und nein. Wisst ihr, was geil ist? Es gibt keine Chatbegrenzung mehr. Echt eine Chatbegrenzung? Nein. Also es gibt schon eine, aber die ist deutlich länger. Oh Gott, Alter. Ich brauche Hilfe, Tarok, in meinem Chat hat gerade ein gewisser Hashtag gehabt, ihr keine Hobbys, gefragt, ob man mitspielen kann. Im Moment nicht, eventuell später. Okay, hast du gehört, Hashtag. Ich bin am überlegen, wie ich das mache. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich streame oder wenn du streamst oder wenn wir zusammen streamen, wie auch immer, dass wir dann mal Leute einladen, so zum Zwischendurch mitspielen, also nicht dauerhaft, dass der Server dauerhaft offen ist, aber ein bisschen immer, wenn wie bei diesem, wir hatten doch mal so einen kleinen Stream-Server laufen, oder? Während du gestreamt hast, erinnerst du dich da noch drin? Dieses Wild West?
Nimmst du nein. Wir hatten einfach. Ach so, klar, genau. Ja, ich weiß. Genau so halt irgendwie. So in die Richtung, genau. Einfach Leute zu holen und dann, ja. Richtig, sowas in diese Richtung. Wie hieß das eigentlich nochmal? Wir hatten nur keinen Namen. Ich habe ja im Stream spontan den Server einfach schnell aufgesetzt. Ja, stimmt. Ja, sowas in die Richtung auf jeden Fall. Aber das ist im Moment noch in der Planung und solange wir noch nicht eine Stadt aufgebaut haben, so anfangs werden wir noch ein bisschen alleine spielen. Also später vielleicht irgendwann mal. Haha. Nein. Gut. Aber wie langsam wächst die Scheiße. Oh, was zum Futtern, ey. Doch, da hast du nicht mal was fertig. Ich meine Sachen essen. Mitsuchen. Wenn du mir jetzt auf den Sack gehst, dann. Kann ich schon, ja. Pass auf, was du sagst. Will ich doch. Ja, willst du. Du könntest dich aber echt mal beeilen. Ein falsches Wort und du fliegst vom Berg, ich sag's dir. Oh, Hilfe! Oh nein! Ich bin ganz schön weit weg gerade. Helft mir doch! Ich werde bedroht und geschlagen! Oh. Nee, so weit weg bist du nicht. Ich hab als ob! Wo kommt das Skelett her? Du gehörst bedroht und geschlagen. Aha. Ich hätte vielleicht ein Schwein leben lassen sollen. Ne? Darf ich jetzt mein Stream umbenennen in Ich wurde bedroht und geschlagen? Hashtag kein Clickbait. Dann musst du eine Klammer schreiben. Ich nehme übrigens jedes Mal eine Fackel von der Treppe mit, also irgendwann sind da keine mehr. Finde ich gut. Der braucht schon Fackeln. Wollt ihr eventuell hier Kohle von mir kaufen? Alternativ, ey. Gleich setzt es was. Kann es sein, dass es... Was ist denn hier los? Kann es sein, dass das jetzt irgendwie... Hier, wenn man im Crafting-Feld, wenn man so darüber zieht, dann ordnet man die jetzt an. Kann es sein, dass das ja auch irgendwie, also das... Alter! Meinst du, alles klar. Die rasten irgendwie so komisch ein? Was laberst du? Hey, nimmt mal zwei Stöcke und zieht die, wie wenn ihr so eine Axt macht oder so. Ja. Yeah. Die rasten doch dann, also wenn das erste drin ist. Du teilst sie halt drauf auf. Das ist klar, aber die sind irgendwie, also wenn man das früher gemacht hat, sind die irgendwie nicht so eingerastet. Da, sondern 456 sagt, was? Sondern die sind halt irgendwie so. Ich weiß nicht, was du meinst. Da drüber gehovert und dann erst drin liegen geblieben. Aber die rasten jetzt irgendwie so komisch ein. Nee, das sind sie vorher auch. Nee. Also, wenn ich wüsste, was du meinst, dann kann ich das genauer sagen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Nein, einfach nicht zuhören, nicht sicher, nein! Ja, dann kann ich mich jetzt auch wieder umbringen gehen, weil mit einer Fackel komme ich hier unten nicht weit. Ich bin froh, dass du den Todescounter noch nicht mit drin hast. Willst du vielleicht Kohle kaufen? Wow. Nicht reden können. Ja, aber ja, dann schreiben sie. Richtig. Ja, richtig. Aber damit warum nicht reden dann können, meine ich, dass sie so wie David eben immer nur Scheiße labern. Ach, ja, okay. Scheiße, was soll denn das jetzt schon wieder? Das ist eine Negativität schon wieder von deiner Seite. Ja, das geht mir jetzt schon wieder auf den Penis. Ach so, na dann ist ja gut. Moment, mich interessiert jetzt eine Sache, wie wird jetzt Englisch hier vorgelesen? Du musst die Sprache auf Englisch stellen. Nee, aber wenn ich es auf Deutsch habe. Moment. Was schreibe ich denn? THGW sagt die Hen Apen. Tarok sagt es. Was nicht gut. Ich hab's auf Englisch. Und. Bei mir redet der genauso scheiße. Ja, perfekt. Ziel THGW erfüllt. Sagt, Mü Englisch ist not the yellow fremse egg. Ich glaub, Mü hat, Englisch ist not the yellow fremse egg. Ich weiß nicht. Weil, dass die so scheiße Englisch redet, ist ja der Wahnsinn. Und ich hab Minecraft auf Englisch. Das Unglaublichere ist eigentlich, dass sie es so dann releasen. Na gut. Ist das mit dem letzten Update jetzt gekommen? Mü Englisch ist von Walfri. Okay. Da Apedo 456 sagt Amena. Ey, das klingt sogar gut. Die ist bestimmt türkisch. Perfekt. Welche Sprache soll man denn als erstes einbauen? Ja, wie wär's mit türkisch? Wundervoll, ey. Ne, Microsoft wurde bestimmt von Erdogan bestochen.
Gott, Alter. Sonst hätte ich mich jetzt kurz umgebracht. Mini Zombie! Und ich habe mich einmal umgedreht und wäre wieder fast runtergefallen. Alter, ich. Das ist jetzt nicht so geil. Sonst hätte ich mich halt kurz umgebracht. THGW sagt, du bist auch so ein XD. Genervtes Smiley. Lol, was? Ey, die liest Smileys vor. Hausjumpe sagt lächelndes Smiley. Ist ja voll geil. Lächelndes Smiley? Und was ist dann das? Da Afedo 456 sagt. Wow. Wow, was ist das für eine scheiß Ausgrenzung hier? Geil, wie sie hier teilweise schneiden und teilweise regeln. Regelt. Ich sehe gar nichts Rotes. Vor allem, weißt du, was mir fehlt? Minecraft in 4K. Ja, da haben uns die Windows 10 Version, Leute, echt was voraus, Alter. Ist echt so, ey. Vor allem haben die jetzt sogenannte Texturenpakete. Das ist krass, gell? Und ja. sowas, da, wo du dann die Lichtstimmung und sowas verändern kannst. Richtig. Von Minecraft. Also, es hat mich echt weggeflasht, als ich das mitbekommen habe. Ich bin begeistert. Ja. So weit wäre ich auch schon gern. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Haus noch schön machen soll. Das sieht grauenvoll aus. Ja, nicht mal das Dach hat das schöner aussehen lassen. Das ist doch kacke. Naja, wobei, es hat was. Also, Kunst ist ja immer objektiv, ja? Oder subjektiv, oder wie heißt der Scheiß, wenn man eine andere Meinung hat. Ja, mit schönen Phrasen um sich werfen und keine Ahnung. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht konstruktiv ist. Naja, deine Beiträge sind tatsächlich nicht konstruktiv. Das ist richtig. Ey, ein Gateway, hi. Hallo, Ibims. Hallo. Dann mach ich das mal so, vielleicht hilft das. Ja, du schenkst auch? Hast du Möhrchen? Nee. Aber weißt du, Tarek, was wir auch eben festgestellt haben? Die liest sogar da Smileys vor. 456 sagt nein. Er Mittelchen Kuratin Gesetz. Oh. Bitte was? Da Afedo 456 sagt er Mittelchen Kuratin Gesetz. Wo kommt denn das Gesetz am Ende da vor? Da Afedo 456 sagt er Mittelchen Kuratin Gesetz. Das Gesetz am Ende. Ja. Ja, das heißt, wir brauchen nur noch Chicken. Nee, zum hier essen. Hä? Boah, da hat er wieder einen rausgehauen. Ja, vor allem, weil ich den Alter, Falter, ey. Ich hab's. Oh mein Gott. Hä, ich check den nicht. Nicht Chicken zum hier essen. Ach Gott. Ja, schlecht. Nicht gesagt, du hast noch was zu essen. Sehr gut, ja. Wo bist du? Ich würde sagen, ich kaufe Kohle. Ja, ich kann dir gerne Kohle geben. Perfekt. Du kannst nur richtig laufen. Okay, perfekt. Na, ich sehe. Schau mal, wow. Du machst es aus. Und dann jetzt muss ich noch den Anfang suchen. Oh. Ich glaube, hier ist der Anfang, ja. Du hast 5 Minuten Zeit. Ja, ich habe 5 Minuten für jedes einzelne. Ja. Aber die habe ich alle nur kurz nacheinander geworfen. Viel Spaß beim Suchen. Ich habe sie teils auch im Gras reingeworfen. Grauenvoll sowas. Solche Geschäfte mag ich nicht. Doch. Ich finde sie auch nicht mehr. Ja. Ich würde mal sagen, ich hätte fast Schaden bekommen. Dann hast du halt nicht alle gefunden. Aber ich habe sie dir gesagt. Ein Fleisch ist 2 Kohle wert, also kriegst du 4 Kohle weniger, ne? Nee. Doch. Nee. Ich töte dich. Also, wir haben ja gesagt, ich krieg 32 Fleisch gegen 1 Stack Kohle. Ich hab gesagt, ich bringe dir einen halben Stack. Ja, aber das ist doch deine Schuld, wenn du nicht einen halben Stack findest hier. Okay, Moment. Nein! Du hast welche vergessen am Anfang. Ja, da renne ich dann danach wieder hin. Au! Gott sei Dank habe ich schon gegessen. Ich sammle die Hälfte. Oh nein, ich habe die Hälfte nicht eingesammelt.
Ein halbes Deck habe ich schon losgelassen. Ah, nee, ey. Ja, wie du mir, so ich dir, wa? Ach, oh, das ist alles langweiler hier. MVP plus unterstrich XBASTILINIAX unterstrich PANCHNOXIDE-INTUSISKYPE. Da, wie du 456 lässt. Auf zu leften. So, ich mache jetzt diese Sprachsteuerung mal aus. Sprachausgabe. Aus. Nur Chat. Sprachausgabe. 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 Ja, ja, Sprachausgabe. So, ich würde sagen, das war's dann für heute. Wie ich jetzt schon des Öfteren gesagt habe, wird es etwas dauern, bis es weitergeht, weil wir alle weg sind in nächster Zeit. Aber sobald es dann weitergeht, wird es dann wieder in Form eines Streams passieren. Ja, ich würde mal sagen, so in 2-3 Wochen irgendwann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut euch unsere anderen Videos an, wenn euch das interessiert, ja. Kann ich nur empfehlen, ja. Und ihr könnt gerne beim nächsten Stream wieder einschalten. Und ja, bis dann, ne? Tschüss! Muss ich jetzt einmal kurz OBS öffnen, damit ich auch stoppen kann. Weil das habe ich natürlich noch nicht vorbereitet, sondern ich habe einfach gesprochen. Okay. Okay, tschüss.